Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei der Levelreihe meiner Tränen-Nonne. Wir befinden uns im Nizuwawau-Tempel. Ich weiß bis heute nicht, wie man es richtig ausspricht. Und wir begrüßen erstmal alle. Wir sind Level 89 auf dem Weg zu Level 90. Wir haben schon 26% und wie letztes Mal versprochen, werden wir noch die zwei ausstehenden Inis machen. Das ist eben hier der Tempel. Und, boah, was geht hier ab? Der Tank stirbt schon wieder. Und Tempel und, was ist noch? Tor der untergehenden Sonne. Alter, zieh die da raus. Okay, der Tank weiß auf jeden Fall, was er macht. Er zieht sie raus. Das gefällt mir sehr gut. Wir pummeln sie einfach mal, dass ein bisschen Damage hier verloren geht. Ich habe eine halbe Stunde gewartet, um mich hier spezifisch anzumelden und reinzukommen. Das heißt, ich habe keine Gildenmitglieder dabei, kein Gildentank oder so. Es ist wieder eine komplette Random-Gruppe. Und ihr wisst sicherlich noch aus den vorigen Episoden, besonders aus den Kata-Inis, dass ich nicht sehr viel Glück als habe mit Random-Gruppen. Dass Leute liefen, dass es totale Schimmelpimmel sind oder dass sie einfach irgendeinen Dreck machen. Zu viel Pullen oder solche Späßchen. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus. Die Ini ist ziemlich lang. Von daher könnt ihr euch, denke ich, auf ein langes Video einstellen. Was haben wir denn für Quests? Schwadronführer Neronok getötet. 0 von 12 Shadowpan Gefangene befreit. Ach ja, okay. Ich erinnere mich. Ist der Tank dran? Ja, er ist dran. Also, wird schnell weggewirbelt hier. Überhaupt kein Thema, kein Problem. Sag mal, was ist eigentlich mit der Decke los? Die kommt mir hier ständig in die Kamera. Oh, explodieren die? Sieht so aus. Haben wir einen Jäger? Ja, okay. Oh, da geht er schon rein. Alles klar. Du bist der Boss, Tank. Du bist der Boss. Wie heißt er? Techie? Oh, leck, voll der Techie. Okay, ja, er geht doch noch nicht rein. Hoffentlich pullt jetzt keiner den Boss da drin. Nope. Und wir pummeln. Der Damage auf der Gruppe sieht ziemlich hart aus, irgendwie. Okay, wieder raus. Oh, nicht zu den Blubs ziehen. Nicht zu den Blubs. Oh. Tank, fuck. Fuck. Wir fokussen erstmal die hier, glaube ich. Ist am besten. Komm schon, kann ich dich entwaffnen? Kann ich irgendwas tun, damit der Tank nicht so viel Schaden kriegt? Ja, ich könnte diese Gruppen... der Fähigkeit einsetzen. Ah, ich glaube, es reicht erstmal. Das passt hier easy. Kick! Easy gekickt. Da explodieren alle. Ich entferne mich mal von der Mobgruppe. Irgendwoher kommt hier immer Schaden. Schwupp! Wo geht er hin? Halt, das ist der Mage. Was macht der Tank? Jetzt geht er doch wieder Richtung Boss. Zieht er durch? Yep, sieht fast so aus. Na dann. Here we go, baby. Oh, da kommt Hero. Nice. Stellen wir uns mal hier hinten an. Pummeln mal ein bisschen auf den Punkt. Wo ist das Ed? Wir müssen noch das Ed töten, oder? Bist du das Ed? Ich glaube, du bist das Ed. Komm her, Bro. Nice, da geht's down. Ist noch irgendwo ein Ed? Oh, ja, da läuft einer. Okay, den haben wir wohl durchgelassen. Wenigstens habe ich den anderen schon getötet. Halb haben wir es geschafft. Komm schon. Bisschen Damage. Oh, ich habe keine G-Dinger mehr. Schwupp. Saftkugel. Wo ist die Saftkugel? Ziel wechseln. Da hinten kommen ganz viele Saftkugeln. Aber ich denke, bis dahin dürfte er tot sein. Machen wir mal noch eine Karma-Berührung. Kriegt er ein bisschen Damage, falls ich welchen bekomme. 6 Stapel von Saftrest auf dir. Oh nein, wir haben Saftreste auf uns. Müssen wir uns waschen gehen. Bam, da war der Damage. Ich mach mal ein Def-Set hier an. Und C. Da geht er down. 232. Nice. Und Loot, den wir nicht brauchen. Cool. Hat gut geklappt. Gefällt mir. Oh oh.
Hang AFK? Hang AFK? Nope. Zack und pummeln. Ich hasse die Ini eigentlich. Habe ich schon erwähnt. Einfach weil es so lang und so garstig und so umständlich ist. Ich weiß auch nicht warum. Dann noch dieses Event nachher mit den Bomben werfen und allem. Hm. So viele Trash-Gruppen. Und auch der Endboss ist irgendwie nervig mit dem Hin- und Herrennen. Die Gefangenen befreien. Oh, what the fuck is this? What the fuck? Die Leute springen ja hin und her, wie es ihnen passt. Glaube ich, spinnt. Gepummelt? Oh, scheiße. Da bin ich zum falschen Zeitpunkt gepummelt. Sorry, Tank. Kannst du rausziehen? Ja, nein, vielleicht. Wohl eher nicht. Ah, oh Gott, ist das laut. Ich muss mal ein bisschen leiser machen hier. So. Ein Holy Priest haben wir dabei. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Harmoniepartikel. Cool. Schön Slalom. Oh, nicht so weit nach vorne. Orangene Rotzpisse hier ausweichen. Und da gehen sie downtown. Hey, das gibt brutal viele Erfahrungspunkte. Mit 26% sind wir rein. Was haben wir jetzt? 31, schon 5%. Und wir sind gerade mal am ersten Boss durch. Obercool. Quests haben wir nicht mal abgegeben. Was geben die Quests? 753.000! LOL, wie cool ist das denn, Alter? Lagfett. Kriegen wir auf jeden Fall ein Viertel-Level hin. Nicht sogar mehr. Oh, da kommt der Panzer. Ja, Mann, sieh's raus, Bro. Gone down. Komm schon, ich will jetzt mal aus diesem Tunnel hier raus. Ich will was sehen von der Welt. Ich hasse diesen Tunnel. Oh, der war nice. Bam. Nur Crab-Loot. Crabity Crab. Alter, wie viele Trash-Gruppen kommen denn da noch? Es hört nie auf. Niemals. Aber es gibt Erfahrungspunkte. Oh, leck, voll die Glühwürmchen da drüben. Voll schön. Voll schön, hey. So, und da geht's raus, oder? Irgendwo. Schwupp. Ja, yeah, Mann. Da kommt schon das dreckige, garstige Event, auf das ich keinen Bock hab. Können wir ihn... Kriegen wir ihn down? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist doch der, der abhebt, ne? Kann ich ihn jetzt sehen? Das wäre ja okay. Hä, war das nicht der, der abhebt? Danke, dass ihr uns geholfen habt. Aber wir stecken immer noch in... Hebt ihr vielleicht nur auf Hero ab? Ich weiß es nicht mehr genau. Die können wir nicht von Hall angreifen. Ich habe eine verrückte Idee, die funktionieren könnte. Aber wir brauchen eure Hilfe, Helden. Natürlich braucht ihr unsere Hilfe, wie immer. Mantis mit gleicher Münze. Und Lo, bringt den Saft in Position. Na gut, dann legen wir mal los. Soll ich auch den hinteren Saft in Position bringen? Oh, cool. Kommandant Wojak. Da holt er schon. Krieg ich den? Nice. Oh Gott. Oh Gott, meine Kamera ist völlig falsch eingestellt. So. Toll, voll daneben geworfen. Fucking Moonboon, zu dumm zum Kacken. Na los, bring schneller den Saft. Da vorne liegt noch, den holt schon jemand. Oh Gott, sind wir schlecht. Ich treffe nichts, die anderen treffen auch nichts. Wo ist noch Saft? Egal, machen wir es so platt. Werft bloß nicht den Saft auf uns jetzt. Gibt, glaube ich, gut Damage. Oh, wir haben unser C ready. Ah, für ihn reicht's nicht, hä? Doch, jetzt.
Schwupp. So, diesmal treffe ich. Herr Wüster, kommt hierher. Lasst nichts als Asche zurück. Wo kommt sie? Da kommt sie. Dedem. Oh, was für ein göttlicher Volltreffer. Nice, Muni. Da hinten liegt noch so ein Ding. Komm schon, bring her. Jetzt läuft's gut hier. Komm schon. Dich treffe ich auch noch. Oh, da hat er schon geschossen. Wer hat geschossen? Der Hunter. Was macht der Hunter für Damage? Was bist du für ein Level? 88. Wie heißt er? Shaxter. Oh yeah. Shaxter, ey. Cool, ey. Au. Au, jetzt bombardiert er mich. Greift den Typ an. Ich mach die Fußsoldaten. Hey, das war ja wohl ein Volltreffer. Na gut. Wärst du halt genatzt. Aber den schaffen wir eh nicht. Der hat viel zu viel Leben. Nein, bleib hier. Hey, den schaffen wir. Easy. Blitzen. Ah, der ist ja außer Reichweite. Kommt da noch wer? Du? Volltreffer. In your face. Hätten wir schon einen Krieger. Oh, was für ein stressiges Event. Was für ein Crap. Zack. Au. Oh, er ist wieder da. Jetzt kriegen wir dich, du Bastard. Komm her. Nice, da geht er down. Das macht schon mal hell of a lot easier. Oh ja, vor allem wird Englisch gesprochen hier bei Moonboons World. Habt ihr das im Griff da mit dem Werfen? Boonies? Beziehungsweise keine Boonies. Groupies? Restliche random Groupies? Oh, da gibt's... Oh, er hat schon... Was wirfst du denn das einfach da runter? Du musst das doch auf die Leute werfen. Oh, Mann. Einmal mit Profis. Aber okay, ist in Ordnung. Bis jetzt läuft's gut, ich will mich nicht beschweren. Außerdem habe ich vorher auch gefailt. Aber er wirft halt absichtlich daneben. Das macht's halt nicht besser. Kann ich brutzeln? Ja, komm, wir brutzeln mal. Bisschen Damage ist nie verkehrt. Da kommt der Kommandant. Nice. Kann ich den auch schon brutzeln? Komm schon, komm in meine Brutzelreichweite, Baby. Ich hoffe, der Tank ist schwach und spottet dann ab. Da wird gebrutzelt. Nice, da verliert er schon seine Hitpoints. Oh. Oh nein, ich mich runterwerfen! What the hell? Nein! I'm on my way. Alter. Wow, 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 weg vom Wirbeln. Wirbeln ist böse. Können wir hier mal so ein paar Dinger hinlegen, vielleicht, um unsere Gruppe zu unterstützen? Nice. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Leck, was für ein Bosskampf. Huh. Oh, da steht ja sogar ein Lichtbrunnen. Nice, Lichtbrunnen ist OP. Lauf, kleines Mädchen. Oh, der Priest kriegt aufs Maul. Priest, don't die. Don't die, bro. Don't die. Und da ist mein Gebräu ready. Gebräu activate! Bam! Oh nein, jetzt wirbelt er natürlich. Bastard. Ich hab gebrutzelt. Lauf weg. Oh, der Jäger kriegt auch gut aufs Maul. Lauf weg. Zack. Oh, ich wollte ihn brutzeln. Das hat nicht geklappt. Schade. Kommt da schon wieder. Können wir ihn pummeln. Bisschen pummeln. Immun ausweichen. Immun. Ach, fuck you. Der ist gewirbelt. Wirbel auf dem Mate rum. Boah, und wir können ihn zählen. Boah, 500.000. Naja, gut für das Event. Ich weiß nicht mal, ob es das wert war. Downtown. Schwupp. So, und jetzt müssen wir die 12 Gefangenen hier irgendwie mitnehmen unterwegs. Wie war das nochmal? Woher gibt es denn die Schlüssel? Ach, brauchen wir gar keine Schlüssel? Kann man einfach so aufmachen? Oh Gott, ich habe keinen Plan mehr. Ja, man kann einfach so aufmachen, ne? Da noch einer?
Wie geht es? Ah, okay. Nice. 4 von 12. Imba. Was sagt mein Jack? Leck, was hat das für Todesaugen? Krasse Scheiße. Oh ja, da schüttelt sich's. Holy freaking moly. Wir brauchen allerdings noch weitere Gefangene zum Befreien. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den ganzen Trash machen, oder? Legt er seine 1000 Bomben. Lass mich mal sehen. Deine 30 Sekunden sind schon. Ja, das kennt man natürlich schon, deine 30 Sekunden. Oh, und da warten sie schon. Kommen wir hier durch, ohne zu pullen. Oh ja, wir können durch das Tor laufen. Cool ist das denn? Oh, da rechts geht's ab. Ach, der Tank hatte DC. Überhaupt nicht mitbekommen. Was macht der Tank? Who is the Tank? What's the Mage? I don't know. Wo ist er? Komm ich hier durch? Yes! Chillig ist das denn? Aber wir müssen noch Gefangene befreien, Leute. Sonst gehe ich ja nicht zufrieden raus. Ah, da kommt wieder einer. 6 von 12. Oh, und er pullt eine Group. Das ist ziemlich... Hier müssen wir aufpassen. Er kämpft mitten auf dem Feld. Weiß nicht, ob das keine so gute Idee war hier. Oh, und wir pummeln sie erstmal. Damit der Heiler ihn mal wieder vollkriegt. Oh, und da kommt die andere Part. Oh, das endet böse. Das endet sehr böse. Muss ich mein Dings bereit machen? Ja. Nein, Telefon, nein, nicht jetzt klingeln. Gar nicht. Oh, und ich glaube, der Tank geht hart down. Können wir sie pummeln? Ja, wir pummeln. So. Imba. Crowd Control hier vom Mönch. Aber so langsam haben wir nichts mehr in der Tasche. Wir können mal noch ein bisschen healen. Aber das bringt, glaube ich, nicht allzu viel. Das war eng. Das Telefon hat mich noch zusätzlich gestresst. Okay, das passt. Nice. Lichtbrunnen steht. OP. Da gibt es ganz viele Gefangene. Aber da kommen wir nicht hin, ohne zu pullen, oder? Oh, doch, der Mage. Mage traut sich. Geh ran, Mage. Das ist mein Held. Bam, damage in your face. Was macht er? Oh, er öffnet noch weitere. Oh, da ist der Boss. 9 von 12, perfekt. Der Mage, wenn ich den nicht hätte. Er kümmert sich um meine Quest, sodass ich überhaupt nichts machen brauche hier. Imbalicious. Können wir wieder pummeln eigentlich? Ja, komm, das machen wir gleich mal. Schwupp! Todesstoß, Todesstoß. Und looten. Oh, es droppt Stoff. Brauchen wir nicht. Hoffe? Was ist das für ein Lebensbalken? Ich habe doch extra einen Lebensbalken. Yes, 11 von 12. Mage geht ab wie Schnitzel. Und 12 von 12. Wer ist beendet? Obercool. So, jetzt macht er seinen garstigen Sturm. Trifft den Priest. Zero. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Ich finde immer, das ist besser beim letzten Boss aufgehoben. Weil den hier bombt man ja quasi eh gleich weg dann. Entwaffen wir ihn einfach mal. Mal gucken, ob das bringt. Der hat so viel garstiges Leben. Es fühlt sich so schlimm an, den Boss zu machen, finde ich. Weil man immer auf diese Bombenphase da warten muss. Orkan! Da kommt der Orkan. Und da ist das Bollwerk. Und wir suchen die Bomben. Wo sind die Bomben? Bei mir sind keine Bomben. Ich verteile mich mal ein bisschen im Raum hier. Da ist eine Bombe. Oh, und da kommt direkt bei mir eine Bombe.
Schwupp. Oh, was ist mit ihr? Die kann ich nicht einsammeln. Schwupp. Da ist der Priest. Die ist schon rot, die explodiert. Die ist auch rot. Dich kriege ich noch. Auf die Ads. Bam. Nice and easy. Und da lag auch eine am Bollwerk. Dich kann man noch nehmen. Bam. Oh, shit. Oh, fuck. Auf den Boss. Nice. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, gibt's keine mehr? Oh Gott, ich glaube, ich bin zu langsam. Machen wir so weiter. Der Mage hat wieder gut aufs Maul gekriegt. Wahrscheinlich hat er Aggro gezogen bei den Ads. Und der Boss geht einfach nicht down. Selbst die Bomben. Wir haben ihn noch nicht mal auf der Hälfte. Klingensturm! Komm zurück, Bro. Okay. Ich stehe mir mal wieder ein bisschen hier auf. Gut verteilen. Gib mir die Bomben, Baby! Gib mir die Bomben! Ich sehe Leute fliegen. Nice. Bam! Bam! Bam. Oh, diesmal geht's ab. Die kriege ich auch noch. Bam. Bam. Nice, mehr. Oh, ich bin zu weit weg. Bam. Und du, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und da kommt wieder die Phase, wo ich nichts mehr erwische. Oh, er ist fast down. Gibt's noch Bomben? Nope. Na dann, auf zum Atem. Diesmal haben wir dich am Sack, General. Lex ist eine richtige Kommandostruktur. Vorher hatten wir den Kommandant, jetzt haben wir den General. Und zum Schluss müssen wir den Schwadronführer töten. Und see in your face. Und kein Loot für uns. Schade, schade, schade. What? Wo reitet er hin? Gerade gedacht, Bro, the fuck? Fuck is going on. Wir haben 37%, schon 11% gemacht. Doch nicht so viel, wie ich gedacht hätte am Anfang. But why? I don't know. Wird gepummelt. Oh, fuck. Was ist mit der Kamera passiert? Oh nein! Nie so Wow-Wow-Tempel. Ich finde die Ini irgendwie garstig. Auch das Tor der untergehenden Sonne, das noch aussteht, finde ich genauso garstig. Aber wir machen es. Einfach damit wir alle Inis mal gemacht haben hier beim Leveln. Ich finde, das gehört einfach dazu. Dungeon Quests geben episch viel Erfahrungspunkte hier. Oh, der Puller. Der Puller durch! Nice and easy. Soll ich jetzt pummeln? Ja. Oh! Hab ich gepummelt? Ja. Ich habe nur das Target verloren. Weil der garstige Hobbit gestorben ist. Yeah! Er ist down. Oh, Stein werfen kann man nicht kicken, ne? Oh, da kommt was gelaufen. Diese Brücke ist so eine... Oh, okay. Kick. Ich glaube, das konnte man kicken, oder? Okay, wie viel noch? Die letzte Welle hier vor dem Endboss. Oh, geil. Haben wir die Ini auch hinter uns. Und pummeln. Hier einfach nur der AOE gespammt wird. Na gut, bin ich dabei. Oh, perfekt. Und da ist unser Damage-Dings ready. Das ist sehr nice. Na gut, na dann.
Was auch immer du laberst. Du Labertasche von Boss. Und dort. Ja, der geht gut down. Sehr gut. 10 Mille hat er schon. Leckfett. Wann verpisst er sich? Wahrscheinlich jetzt, wo ich meinen Damage Booster da aktiviert habe. Es war klar. Hütet euch. Komm schon, ich habe ihn gekickt. Yeah, Bro! Oh, warum macht er zwei? The fuck? What the? Ich kick doch wie ein Blöder. Beim nächsten Mal habe ich dich gebastelt. Jetzt habe ich dich. Was macht denn der Mage? Wo ist der Mage? Wie sterben Mage? Oh, was habe ich da unten für eine Leiste? Gefällt mir überhaupt nicht. Oh no. Nein, weg da! Oh Gott, jetzt muss ich da wirklich aufpassen mit den Pfützen, ne? Mal ein Dev-CD aktivieren. Ach komm schon, warum bin ich jetzt versteinert? Und vor allem, wie lange hält das? Habt ihr ihn schon gekickt? Ja, sieht gut aus. Damage Boost, activate! Nice. Komm schon, der liegt. Aber wahrscheinlich fliegt er noch einmal rüber, so wie ich uns kenne. Oder? Kann ich ihn sehen? Vielleicht, wenn er in Reichweite kommt. Komm schon. Komm schon, Baby. Ja. Bam. Da geht er down. Und wird gelootet. Und hat was dabei? Leder. Kopf. 450. Mit... Beweglichkeit. Abgestaubt. Ah, sei denn der Jäger? Ah, nee, okay. Gut. Das Ende. Da ist der Questgeber. Wir sind die Schwerter in den Schatten. Quest beenden, 612. Und was haben wir da? Ein Hals mit Int, mit Beweglichkeit. Dann bedanken wir uns. Da ist nur noch der Jäger da, egal. Thanks. Und gehen raus. Beziehungsweise, nee, wir haben 46%. Na also, fast das halbe Level. Okay, meine lieben Freunde, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Nächstes Mal sehen wir uns dann wieder beim Tor der untergehenden Sonne. Und ja, checken das dann einfach noch ab. Vielen Dank, ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.